Hey und willkommen zu einem weiteren Textvideo. Wir schauen uns hier an, was der liebe Xur dabei hat, was in dem aktuellen Tweet drin stand, was es aktuell für Glanzstopp, also umsonst im Epperversum gibt und auch was Ada One für Shader dabei hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch die Zusammenfassung von der Woche vor dem Wochenreset gefällt. Und wir legen erstmal los mit dem aktuellen Tweet. Ja Leute, es ist der letzte Twarp vor dem Update. Es ist auch das letzte Mal Xur da. Vor dem Update. Dauert nicht mehr lang. Ja, diese Woche ist echt viel passiert. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Auf dem Online-Streaming-Service von der PlayStation 5 hatten Leute die Möglichkeit, die finale Form, also The Final Shape, einfach schon runterzuladen und auch spielen zu können. Wo ich mich echt frage, wieso ging das? Wieso waren die Server überhaupt live von dem DLC? Das frage ich mich halt. Oder sind die auf dem Test-Server gelandet? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendwelche Leute konnten auf jeden Fall schon Teil von der Anfangskampagne spielen, wo das Tutorial in den Raid und in den Rüstungen, also in den Raid konnte auch schon sozusagen reingeguckt werden, wo der ist, was wohl für Sachen aktiv sind, warum auch immer das angezeigt werden konnte. Das sollte eigentlich gelockt sein. Die Raid-Rüstung und halt auch die Mods wurden auch irgendwie schon gesehen. Ja, es war auf jeden Fall nicht geil, überhaupt nicht. Und wenn ihr irgendwelche Leaks gesehen habt, dann haben die auf jeden Fall gestimmt. Aber so wie es aussieht, wurde von der Story und halt wie der Raid auch funktioniert oder so, nichts geleakt. Gott sei Dank. Ja, war auf jeden Fall nicht so toll. Und der Leak ging halt von Sony aus. Das war Bungie nicht. Da hat Sony irgendwo den falschen Knopf wohl zu früh gedrückt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Dann noch eine weitere Sache. Und zwar wollte ich mich einfach mal kurz bedanken, weil erstmal haben wir die 4K geknackt auf dem Kanal. Da bin ich euch mega dankbar für. Es kommen die ganze Zeit auch neue Abonnenten rein. Also vor allen Dingen so viele in letzter Zeit. Das ist echt viel jetzt gerade. Und ich freue mich super über den Support. Vielen lieben Dank. Bei Twitch seid ihr auch gerade sehr oft dabei und auch sehr aktiv. Danke auf jeden Fall. Das war jetzt erstmal der Anfang. Gehen wir rüber zum Twitch. So, hier werden erstmal, ne? Wie immer, die Sachen kurz zusammengefasst, was uns alles in dem Tweet erwartet. Eine Kooperation mit Destiny, ne? X Dungeons and Dragons. Das ist ja ein Brettspiel, davon gibt es aber natürlich auch ein Game zum Zocken, so digital. Dann kriegen wir eine Artefakt-Vorschau, was die Artefakte können. Dann nochmal Details wegen dem World First, wegen dem Rennen. Dann gibt es noch ein Pantheon Displayed. Dann steht da noch, wer die Pantheon Creator-Herausforderung gewonnen hat. Gab es ja zwei Teams. Dann gab es noch ein Sprachchat-Update, Cosplay Cosmodrome, wer da gewonnen hat. Letzte Chance auf Bungie-Prämien von diesem Jahr, denke ich mal. Und nochmal den Hinweis, dass es 25 Stunden kein Destiny da ist. Es ist halt down. Hier haben wir die Kollaboration von der Dungeons & Dragons mit Destiny. Hier gibt es einen kleinen Trailer, können wir ja kurz mal anschauen. Ja, auf jeden Fall richtig cool. Ist halt auch ab Dienstag dann erhältlich. Und hier gibt es auch nochmal einen Geist dazu. Also hier so als Standfigur, sage ich mal. Kann man sich auch noch holen. Und dann kommen wir direkt zur Artefakt-Vorschau. Hier fliegen wir jetzt auch mal eben kurz rüber. Also so sieht halt das Artefakt auf jeden Fall aus. Und das wird auch schon von Anfang an aktiv sein und wir können das leveln. Gehen wir erstmal durch die Spalte 1 durch. Da haben wir Antibarriere-Impulsgewehre. Unaufhaltsame Pistolen, unaufhaltsames Scoutgewehr, Überladungshandfeuerwaffen und Antibarriere-Maschinenpistolen. Dann kommen wir in die zweite Spalte. Hier haben wir Logik-Abschwächer, Waffen mit dem Ursprungsperk Radiolaria-Umsetzer verursachen erhöhten Schaden gegen Vex. Das ist wahrscheinlich was mit der neuen Season, mit der Episode zu tun hat. Überladene Waffenkammer, Waffen mit dem Ursprungsperk
Wahl des Dealers oder Radialaria-Umsetzer, gemeinsame Bestimmung und trennend, sind immer überladene Waffen. Okay, dann haben wir hier autorisierter Mod, Elementarüberladung. Die Energiekosten von Elementarladungsmods sind erheblich reduziert. Sehr schön. Und Inspiration des Heiligen. Kugeln, die durch den Ursprungsperk schattenlos geladen werden, können das Magazin überladen. Also auch so überladungsmäßig. Dann haben wir die dritte Spalte, elementarer Siphon. Schnelle Todesstöße mit einer Kinetikwaffe oder mit einer Waffe, die deiner ausgerüsteten Super entspricht, weil mit Prismatic ist ja nicht mehr Fokus, sondern Super das Ding. Erschaffen eine elementare Aufnahme, die deiner ausgewählten oder aktiven Superheit entspricht. Dann Überladungsschwert haben wir drin. Okay. Dann schleichende Kälte. Stasis-Waffen-Todesstöße gegen verlangsamende oder eingefrorene Ziele erzeugen eine Salve, die verlangsamt. Also so ein bisschen wie dieser Effekt, der von Chill-Clip kommt. Oder nee, noch besser zu erklären, von dem Exo-Spurgewehr, wenn man dann Gegner einfriert. Und die dann sterben, dann lassen die auch so einen Impuls, so verlangsamenden und einfrierenden Impuls los. Vorteilsaufbau, nächster. Das Durchbrechen eines Schildes, eines Kämpfers, erhöht die Stabilität und Handhabung. Und das Nachladetempo der Waffen. Schwerter erhalten eine erhöhte Abwehrwiderstand. Okay, das wäre was eher für PvP. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch Schadensschuss. Das Zerstören eines Gewirrs mit einer Strangwaffe erzeugt eine größere Explosion, die noch mehr Schaden verursacht. Also so ein bisschen wie was wir jetzt hatten mit Stasis. Halt jetzt nur mit Strang. Dann Spalte 4. Konterenergie. Wenn du oder ein Mitglied deines Einsatztrupps einen Champion betäuben, erhältst du Energie für deine am wenigsten aufgeladene Fähigkeit. Dann Klingenausdauer. Das schnelle Besiegen von Kämpfern mit einem Schwert gibt Munition zurück. Schon wieder Schwert. Dann leere Vorherrschaft. Wenn du einen Leere- oder ein Prisma-Fokus ausgerüstet hast, erhältst du beim Besiegen von geschwächten Zielen einen kleinen Leere-Überschild. Okay. Sphären. Wenn du eine Solar- oder Prismatik-Fokus-Super ausgerüstet hast, gewährt dir eine Aufnahme einer Sphäre der Macht strahlend. Okay, können wir schneller strahlend werden. Dann geladenwische Rüstung. Wenn du einen Arkus- oder Prisma-Fokus ausgerüstet hast, wird der von Kämpfern eingehende Schaden reduziert, während du verstärkt bist. Okay, das ist natürlich auch cool. Ein bisschen Schadensresistenz auf jeden Fall. Dann haben wir Prisma-Übertragung. Bei dem Einsatz deiner Super erhält jedes Mitglied deines Einsatztrupps, dessen Super sich von deiner unterscheidet, einen Schadensbonus auf Waffen. Ja, das ist nice. Dann silberne Klinge. Während du Rüstungsladung hast, verbraucht das Verursachen von Schaden mit einem Schwert Rüstungsladung. Ah, das ist gleich, was wir gerade mit Raketenwerfer haben. Dann wachsende Abgrund. Leere Quellen verursachen bei geschwächten Zielen erhöhten Schaden. Leere Quellen, also alles, Fähigkeiten, Waffen, keine Ahnung. Dann Schildbruch. Während du eine geflochtene Panzerung, Frostrüstung oder ein leerer Überschild trägst, lädt sich dein Nahkampf schneller auf und verursacht mehr Schaden. Während du verstärkt oder strahlend bist, lädt sich deine Granatenfähigkeit schneller auf und verursacht mehr Schaden. Okay, nice. Übertragung. Erhöht den Granaten- und Nahkampfschaden, während du transzendent bist, also solange das Ding aktiv ist. Waffen, Todesstöße erstatten, während du transzendent bist, nach Ende der Transzendenz Licht- und Dunkelheitsenergie. Okay, das ist geil. Dann macht man, während das aktiv ist, macht man Kills mit der Waffe und dann hat man schon wieder ein ganz gutes Stück auf jeden Fall aufgeladen. Das ist geil. Dann kommen wir hier. Der Raid startet am Freitag. Jetzt diesen Freitag, der kommt. Juhu. Es gibt ja wieder ein Raid Race. Hier steht jetzt 18 Uhr, das ist aber ein Fehler, das ist 19 Uhr. Also auf Englisch steht hier auch die richtige Zeit, aber auf Deutsch steht hier einfach falsch, es ist 19 Uhr auf jeden Fall. Hier steht halt einfach nur, das Ding läuft 48 Stunden, wir müssen mindestens 16,65 sein, um überhaupt da reinkommen zu können. Wir müssen die finale Form und die Exo-Quest abgeschlossen haben, damit wir überhaupt da reinkommen. Ja, cool. Abschlusskriterien. Wir haben die Art und Weise geändert, wie wir den World First Abschluss des Raids nachfolgen und anerkennen. Einsatztrupps müssen nicht mehr in den Orbit zurückkehren, um das Rennen abzuschließen. Der erste Einsatztrupp, der alle Begegnungen meistert und die letzte Truhe plündert, wird zum Sieger des World First Rennens erklärt. Ah, okay.
Gut. Da gibt es auch nochmal Regeln, aber die werde ich jetzt nicht auch noch durchlesen. Und hier wird nochmal erklärt oder zumindest kurz darauf hingewiesen, dass wenn man einem Streamer zuguckt, der gerade Destiny streamt, während des Races bekommt man das Emblem. Bei Twitch Rivals Creatorn bekommt ihr das Emblem. Da bin ich auch angemeldet, also das würdet ihr bei mir auch bekommen. Also rein da. Und wenn ihr ein Abo da lasst, ich denke mal, es sind wieder zwei Abos, dann bekommt ihr das hier. Und noch dazu bekommen wir eine Chat-Geste und irgendwie Badges oder so, wenn wir halt auch zugucken. Und noch finde ich auf jeden Fall meine andere Aktion. Ganz niedlich auf jeden Fall. Und hier ist das Display. Es sieht echt cool aus. Auch dieses Bild einfach. Wow. Dann die Pantheon Creator Herausforderung. Hier hat das Team von Sweatsicle gewonnen. Und die bekommen jetzt alle irgendwie so ein lebensechtes Riesenschwert. Cool. Dann wurde der Sprachchat geupdatet für den Einsatztruppfinder. Beziehungsweise der kommt überhaupt dazu. Der ist anscheinend gar nicht da, sehe ich gerade. Ich benutze das Ding halt nicht. Ich weiß es nicht genau. Und dann haben wir hier noch Cosplay Kosmodrom. Und diese beiden haben gewonnen. Sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus, ja. Dann letzte Chance für Bungee-Prämien. Bezüglich halt von dem letzten Jahr auf jeden Fall. Ja, dann steht hier halt, wie es genau abläuft. Am Montag 18 Uhr, das ist richtig. Das ist richtig. Montag 18 Uhr gehen die Server ja offline. Also eine Stunde vor Reset. Dann, ne, zum Reset soll das DLC wieder da, also Destiny wieder da sein. Plus DLC. Ich hoffe, es klappt alles. Und dann ungefähr zwei Stunden später sollen die Wartungsarbeiten im Hintergrund auch fertig sein. Mal gucken. Dann der Preload. Das wird auch schon ab. Der Preload wird auch starten, sobald die Server offline gegangen sind, was sehr gut ist, weil das ist halt sehr viel an Dateien. In der Regel sind so 120 bis 150 GB. Auf dem PC wird es nochmal doppelt runtergeladen. Was ich aber machen werde, ich werde Destiny vorher sauber deinstallieren, während es offline ist. Und werde dann das Update komplett clean einfach nochmal runterladen, ohne dass sich da irgendwas überschreibt und dann vielleicht noch rumbuggt und abstürze und keine Ahnung, ich mache das lieber dann selber. Ja, genau, hier sind die die Anforderungen. Destiny 2 Installationsgröße und die Speicherkapazität, die aktuell Destiny 2 Spieler für die Installation benötigen. Also den Platz benötigt man zum Installieren, damit auch Platz ist zum Hin- und Herschieben. Und ja, man sieht halt hier Epic Games und vor allen Dingen Steam. Das Game wird zweimal runtergeladen. Ja, also so wie ich es verstanden habe. Ja. Genau, die Betriebssystem-Voraussetzungen sind so, dass ab dem DLC Windows 7, 8 und 8.1 nicht mehr unterstützt wird. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall mindestens Windows 10. Juhu! Und die finale Form, bekannte Probleme an Tag 1. Wir sind dabei, eine Liste fertigzustellen. Bezüglich den Problemen, wo sie auch schon wahrscheinlich wissen, die auftauchen. Die sie aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr gepackt haben zu patchen. Ja. Und hier wird auch nochmal gesagt, die saisonalen Sachen, die verschwinden halt, ne, Inhaltstresor-Update, die ganzen Sachen vom letzten Jahr, da habe ich auch ein Video zu gemacht, das was so jetzt gerade so gut Aufruf hat, ja, das wird halt alles dann verschwinden und resettet. Dann haben wir hier bekannte Probleme und wir haben hier Art of the Week und Video of the Week oder Movie of the Week und ja, das war's. Das war der letzte Twitch for the Final Shape. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal das letzte Mal in Destiny rein und schauen uns an, was im Eververse noch so ist, was Xur hat das letzte Mal und was auch Ada hat. Ja, dann schauen wir jetzt mal erstmal noch schön beim Eververse rein. Einmal haben wir folgenreiches Experiment als Geste. Der Tisch fehlt. Mein Hunter sieht gut aus, oder? Aha. Oh. Dann haben wir ein Ornament für beste Chancen. Dann haben wir wiederbelebter Schatten. Ja. Und zwei Shader Colepatera. Ziemlich braun auf jeden Fall. Und Freudefunken wieder. Den Harry Potter, genau. Den Hello Kitty Shader. Und auf der zweiten Seite haben wir Tanz der freundlichen Füße. Okay. Dann haben wir für den Hunter Helm. Rote Mutproben, Sturzhelm, sehr interessant. Für den Warlock haben wir hier diesen PvP-Thema-artigen Kopf. Und für den Titan haben wir jetzt noch den Helm, vergängungsvoller Helm, dieses
Rittermäßige mit dem Metall und Bronze. Ja. Dann haben wir noch eine Geisthülle. Astrologische Hülle. Erinnert mich ein bisschen an Portal. Dann haben wir Baukastenstachel. Ja. Und dann haben wir noch ein Sparrow glänzende Nostalgie. Mhm. Und wir haben ein Ornament für die Wunschwache. Ja, ist ganz nett. Dann haben wir noch Hirnfrost als Geist-Hologramm. Und wir haben einen Shader Carlos Pracht. Oder Carlos Pracht, vermutlich eher. Dann Jacarini. Auf jeden Fall wunderschön schwarz-weiß. Und dann noch Mediator. Pink, irgendwie braun-weiß. Und Frühjahrsflut Fable. Das ist auch sehr pink. Hilfe. Und wir haben noch die gefallenen Ankunft. Dann haben wir noch in Rauch gehüllt. Sowas. Und Kokon-Auftritt. Ja, sehr interessant. Dann gehen wir jetzt noch zu Xur. Der ist nämlich hier wieder auf der Venus. Das letzte Mal. Mal schauen, was er für uns hat. So, was hat er denn für uns? Einmal die Soros-Regime. Ist auf jeden Fall ein gutes Automatikgewehr für PvP, meine ich. Das Ding hat ewig nicht mehr gespielt. Dann haben wir die Gravitoren-Buße. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Exo. Aber die Perks hier drauf sind halt nicht gut. Die sind richtig blöd verteilt, würde ich sagen. Dann haben wir Kriegsausrüstung. Ist auch ein geiles Exo für den Titan, weil der kann mit dem Maschinengewehr wirklich richtig durchrattern. Aber hier sind auch die Stats richtig schlecht. Und dann haben wir Kranstein-Armbinden. Und hier sind auch die Stats richtig blöd verteilt, leider. Ja, dann Handfeuerwaffe. Das ist eine alte PvP-Waffe. Und die hat im Rutschen, erster Schuss, ist eigentlich echt geil. Ich glaube, hier wäre Reichweite noch gut. Aber so an sich, für ein PvP, wäre es, glaube ich, ein guter Roll. So, dann haben wir hier das Impulsgewehr. Das hat jetzt aber keine wirklich tollen Perks drin. Dann Ungleichheit. Auch keine tollen Perks. Kann man aber schmieden, wer es noch nicht hat. Das Sniper ist jetzt auch nicht toll. Die Schrotflinte ist jetzt auch nicht wirklich toll. Der Granatwerfer auch nicht. Und das MG auch nicht. Kann man aber auch schmieden. Dann haben wir hier eine ganz alte Rüstung. Okay. Oh, das wäre auf jeden Fall eine PvP-Rüstung mit der ganzen Erholung. Hoher Intellekt, nicht so wirklich toll. Hier auch hoher Intellekt, Mann. Okay, und die Beine sind auch nicht wirklich toll. Hm. Und wir haben hier Auge des Sturms an sich auf der Falkenmond. Ja, ist jetzt auch nicht wirklich toll. Dann gucken wir jetzt mal ganz kurz auf Titan und Warlock, was die haben. Und dann gehen wir noch zu Ada. Also, auf dem Titan haben wir nichts Gutes. Auch eher PvP. Warum ist überhaupt die Erholung so hoch? Hier auch. Oder da könnte man beim Helm noch sagen, okay, das wäre noch was für PvE auf jeden Fall. Und die Beine eigentlich auch, würde ich jetzt mal meinen. Ja, so, und für den Warlock haben wir nicht so gute Handschuhe. Ohne sehr gute Brust, finde ich jetzt. Finde ich, kann man nehmen, wenn man nichts Gutes hat, auf jeden Fall. Der Helm ist nicht so toll und die Schuhe auch nicht. Mm-mm. Nee, nee, ja. Okay, ja, dann gehen wir auf jeden Fall jetzt noch zu Ada. Und wieso kauft sich da jemand ganz viele Soros? So, die liebe Ada One hat für uns zum letzten Mal erstmal eine Quest, danke. Und einmal Haus von Merin. Das war ja dieser, ja, hatten irgendwie so einen chinesischen Vibe. Dann haben wir Blumen von Io. Ja, ist halt sehr blass. Und neue Monashi-Shader. Ich würde sagen, es wird der erste noch ein bisschen dunkler. Aber gut. Das war dann jetzt der letzte Text in diesem Destiny-Jahr. Ich bin echt gespannt auf den Dienstag. Aber ich werde morgen auch noch was hochladen. Da arbeite ich jetzt auch schon seit ein paar Tagen dran. Ist nichts Besonderes, aber ich hatte einfach Lust, das zu machen. Und vielleicht gefällt es euch ja. Ja, dann würde ich sagen, eigentlich bis morgen. Und ja, wir hoffen alle auf einen guten Release. Auf jeden Fall. Dann ciao, ciao.